Mich würde auch mal interessieren, diese Dinger hier im Hintergrund, ob das Pflanzen sind oder Skelette von irgendwelchen Tieren. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Aber ich mag das hier irgendwie voll. Watschel, Watschel. Ah, jetzt sind wir hier. Das hat sich auch noch irgendwie voll in meinen Kopf eingeprägt. Hier auch sieht man schön um die Tür rum, hier links und auch über uns diese Mudakenköpfe. Oder Schädel. Moment, waren da auch Skelette, ne? Ja, hier sind auch Skelette, das fällt mir jetzt erst auf. Hier rechts neben uns, da ist auch noch eins. Und hier neben sieht man das sogar noch besser. Da, jetzt direkt hinter uns. Das ist sehr interessant, das ist mir vorher noch nie aufgefallen. Alles sehr schön. So, und jetzt müssen wir hier uns Sachen durchlesen. Ich glaube, da hinten hat man auch schon den Tempel oder was auch immer gesehen, wo wir hin müssen. So, was haben wir hier? Wir müssen auf jeden Fall die Lichter hier aktivieren. Du bist der Erretter von allen Mudakens, selbst von den stinkenden Toten. Selbst von den stinkenden Toten, das ist ja sehr nett geschrieben. Der Knochenklau der Glackens hat die Geister deiner Vorfahren aus ihrer Ruhe geweckt und nun sind sie von den abergläubischen Styx umringt. Finde die Grabstätten von Necrom, um die gequälten Geister zu retten. Alles klar. Es ist auf jeden Fall Necrom. Und da haben wir gesehen, da oben ist ein Licht angegangen. Mir ist ein Licht aufgegangen. So, dann können wir wieder hier zurück. Machen wir mal hier auf der linken Seite weiter. So, was haben wir hier? Ich weiß gar nicht, ob es hier wirklich eine Reihenfolge gibt. Die Grüfte von Necrom, die von Scraps und Pyramites bewacht werden, wurden von Glackens und Slicks übernommen. Befreie die eingeschlossenen Geister deiner Vorfahren und erlange die Macht, um deine Freunde zu heilen. Aber Vorsicht, ein falscher Schritt und du bist Fleechfutter. Oh, Fleeches sind auch scheiße. Ich hasse Fleeches. Aber die rülpsen, wenn man gefressen wird. Das mag ich. Ist direkt wieder sympathisch. So. Ich glaube, oben rechts ist einfach. Da-dum. Necrom, die Mudaken-Grabstätte. Punkt. Ist da, glaube ich. Vor langer Zeit versammelten sich die Mudaken-Stämme, um ihre Toten zu bestatten. Die heldenhaftesten Mudakens, der Mudanshi und der Mudomo-Stämme, wurden in den Grabstätten von Necrom zur letzten Ruhe gebettet. Rette ihre Geister, bevor es zu spät ist. Oh, es gibt ja auch noch Elum, glaube ich, hier. Ich mag Elum. Gibt es hier Elum? Ich weiß es nicht. Das ist die Frage. Gibt es hier Elum? Ich hoffe, dass es Elum gibt. Sicher, es müssen eine Menge eingeschlossene Geister gerettet werden, aber vernachlässige nicht die lebenden Mudakens, die du findest. Denn auch sie sollen gerettet werden. Sage ihnen, folge mir, dann chante, um die Vogelkreisportale zu öffnen. Haben wir ja nicht schon bei ca. 70 Stück gemacht. Waren das 70, die wir bisher gerettet haben? Ich bin mir nicht ganz sicher. So, und jetzt haben wir alle Lichter angemacht. Jetzt müssten wir eigentlich hier oben. Ja. Könnt auch nochmal hervorheben. Ich mag diesen Kopf da. Der sieht so weise aus. Ich weiß, ihr haltet mich irgendwie für bescheuert oder so. So. Hier kommen wir auf jeden Fall nochmal zurück. Hier sieht man auch schön im Hintergrund wieder sehr große Mudaken oder sowas, oder was es auch immer war. Wir lesen. Denk dran, Abe. Wir ratlosen Mudakengeister sehnen
uns nach Frieden und Ruhe für unsere Knochen. Als erste Aufgabe musst du die Geister deiner Vorfahren von ihren Qualen befreien. Dann helfen wir dir, deine Freunde zu heilen. So. Fliegen die weg? Scheiße. Ich bin mir nicht zu 100% sicher. Deswegen habe ich gerade Scheiße gesagt. Aber ich glaube, wenn wir da reingehen, kommen wir zurück zu diesen 5 Mudaken, die gemacht haben. Weil wir kommen halt hierhin zurück. Und dann können wir da durchspringen und die heilen. Aber jetzt können wir die noch nicht heilen. Und ich glaube, das würde keinen Sinn machen, da durchzuspringen. Ich habe nämlich jetzt Angst, dass ich da durchspringe und nicht mehr zurückkomme. Ich lasse das mal. Sind da oben die Dinger. Na gut. Das war aber, glaube ich, richtig, was ich gemacht habe. Ich hoffe, dass es richtig war. So, ich glaube, jetzt lernen wir die Fleeches kennen. Ich glaube. Ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber... Nein, es ist auf jeden Fall nicht das, wo wir... Wo ich dachte, dass wir hinkommen. Doch, wir lernen die Fleeches kennen. Das hört sich so an wie eine Familie irgendwie. Ja, das sind die Fleeches. Wir sind hier noch schön eingeschlossen und das sind... Wie heißen die Viecher? Ich habe sie immer Schnecken genannt. Ich habe irgendwas mit M. Fleech. Fleechu. Fleechu? Heißen die Fleechu? Na egal. Junge Glaxens halten Fleeches als Haustiere. Werden sie zu groß, werden sie in die Abwasserkanäle und Wasserläufe von Oddworld ausgesetzt. Lieblingsnahrung? Dich. Ratschlag. Nicht auf die Slurks heißen, genau. Slurks treten. Sonst verrätst du dich. Weil die wachen dann nämlich auf. Ups. Ups. Aber das müssen wir jetzt nicht nochmal lesen. Ich könnte auch mal vielleicht, wenn ich rüberschleiche, demonstrieren, dass die da hängen. Da, guck, die hängen da. Und wenn man normal läuft, wachen die auch auf, genau. Und wenn man da drüber läuft, das ist nämlich dann noch eine Erschwerung zum Schleichen. Weil man, wenn man schleicht, kann man die auch kaputt treten. Muss man das immer ein bisschen abpassen, so. So, ich glaube, im nächsten Screen sind die offen. Genau. Kann man da runter? Ich glaube, da kann man runter. Ach, scheiße, ey. Quick save, wuhu! Nee, kann man nicht runter. Gut. Aber es gibt eine Stelle, die sieht so... Ach komm, no risk, no fun. Ich meine, da gibt es eine Stelle, die sieht so ähnlich aus. Ich bin mir jetzt so unsicher, ne? Geisterfallen sind... hätte ich vielleicht zuerst lesen sollen. Geisterfallen sind Privateigentum. Oh Gott. Fallen auszulösen... Klammer auf, indem man sich daneben stellt, L2 und X drückt, um die Mudakengeister zu befreien und die Grufttüren zu öffnen, ist streng verboten. Oh Gott, jetzt ist er noch rot auf lilanem Grund. Zuwiderhandelnde werden erschossen. Soulstorm Mining Corporation. Ja, das dürfen wir auf jeden Fall nicht. Haben wir zwar gemacht, aber wussten wir ja noch nicht, dass wir das nicht dürfen. Da gibt es auch noch irgendeinen Spruch. Unwissenheit schützt nicht vor irgendwie was so. Irgendein Spruch ist das. Ah, das ist das, was ich dachte, was vorhin kommt. Wir müssen nämlich Hebelchen betätigen.
Gehen die komplett von links nach rechts? Das wäre sehr nice. Ich mag auch immer, wie die so nach oben gucken. Der fällt jetzt runter. Ja. Das war doch mal souverän gemeistert. Okay. Ich hoffe, da unten war kein Geheimnis, ne? Kommt mal bitte her. Also man kann sich ein paar Mal von denen treffen lassen. Aber man soll es auch nicht übertreiben. So, hier mache ich jetzt mal ein Quicksave. Ich weiß gar nicht, ob ich eben einen gemacht habe. Der fällt auf jeden Fall runter, wenn wir den betätigen. Komm mal hoch. Oh scheiße, das war kacke. Ja. Gut, dass ich einen Quicksave gemacht habe. Aber ich glaube, wir hätten sowieso von hier aus gestartet. Weil wegen der Tür und so. Ich bin mir da immer noch nicht hundertprozentig sicher, ob das wirklich so ist. Super. Ich glaube, man regeneriert sich auch wieder nach einer Zeit. So, ich weiß jetzt gar nicht, wie das hier war. Ja, die kann man zuerst ziehen. Ohne, dass da was passiert. Das ist gut. Moment, dann nehme ich zuerst die. Dann mach mal dich. Du kommst hier hoch. Das war schön. Einmal getroffen. Okay, da haben wir wieder was zu lesen. Befreie die beringten Geister, um die Macht der Unsichtbarkeit zu erlangen. Wenn du die Macht hast, nutze die... Wenn du die Macht hast. Die Macht sei mit dir. Nutze die Unsichtbarkeit auf sinnvolle Weise. Chante L1 und L2, ich drücke mal anders irgendwie, um unsichtbar zu werden, aber nichts hält ewig. Na gut. Ja, da müssen wir jetzt hier auf jeden Fall die kaputt machen, weil wir... Ach, drauf geschissen. Dankeschön. Nein, 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 nein. Ich weiß jetzt, müssen wir eigentlich... Ach so. Wir hätten das eigentlich anders machen müssen. Wir hätten eigentlich zuerst oben rechts runterfallen müssen. Da ist auch ein Pfeil. Da wären wir dann an das Ding gekommen, aber jetzt haben wir es auch ohne geschafft. Da unten war auch, glaube ich, nichts mehr. Ach Mann. Da geht's nicht lang. Da sieht man auch schon im Hintergrund oben eine Tür. Da kommen wir gleich auch noch hin. Da ist nämlich die Tür. Ich hoffe, wir haben nichts
vergessen. Ah.